Wir waren während der gesamten Corona-Krise immer auf der sicheren Seite in Wien. Und die Gesundheit der Wiener Bevölkerung war mir als Wiener Bürgermeister auch immer das Wichtigste. Das hat auch Erfolge erzielt. Auch in schwierigen Phasen dieser Corona-Pandemie ist es uns gelungen, zum Beispiel während der Delta-Welle die Todesfälle und Erkrankungsfälle geringer zu halten als im Durchschnitt Österreichs. Das war auch das Ziel, das wir mit allen Maßnahmen in der Stadt Wien erreichen wollten. Und es ist für uns ganz klar, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Und mir ist deshalb wichtig, dass wir unter Einbeziehung der Expertinnen und Experten, auch unseres medizinischen Krisenstabes, entsprechende Schritte und Maßnahmen setzen, um die Gesundheit der Bevölkerung auch in Zukunft zu gewährleisten. Wir hören, dass es weitere Mutationen gibt. Der Zeitpunkt, wann eine solche Welle spürbar wird, ist noch ungewiss. Und von daher macht es Sinn, dass wir weiter auf der vorsichtigen, auf der konsequenten Seite bleiben. Deshalb haben wir überlegt, auch im Rahmen des Krisenstabes, welche Möglichkeiten gibt es, um mit gelinden Mitteln trotzdem ein Höchstmaß an Sicherheit für die Bevölkerung gewährleisten zu können. Ein wichtiges Mittel sind Masken, FFP2-Masken, die sich bewährt haben in dieser Corona-Krise und die auch gegen andere Infektionen schützen. Das war auch der Grund, dass wir erfreulicherweise wenige traditionelle Grippeinfektionen im vergangenen Jahr gehabt haben. Von daher nehmen wir jetzt die Rahmenbedingungen der Bundesregierung zur Kenntnis, würden sie aber trotzdem ergänzen, um deutlich zu machen, dass wir von diesem konsequenten Wiener Weg nicht abgehen wollen, der im Übrigen auch von einer großen Mehrheit der Wiener Bevölkerung mitgetragen wird. Wir werden deshalb im Unterschied zur Bundesregierung auch weiterhin auf das Tragen von Masken setzen, und zwar in öffentlichen Verkehrsmitteln, Apotheken, in Ordinationen von niedergelassenen Ärzten, in Spitälern, dort vor allem bei jenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Kontakt mit Patientinnen oder Patienten haben, und bei Besucherinnen und Besuchern von Spitälern und Krankenhäusern. Da es sich vor allem um vulnerable Gruppen handelt, speziell in Ordinationen der niedergelassenen Ärzte, aber auch in Krankenhäusern und Spitälern, erscheint es mir sinnvoll, hier ganz besonders darauf zu achten, dass hier das Virus, egal jetzt in welcher Mutation, nicht weitergegeben wird. Wir wollen deutlich machen, auch in der Bevölkerung, dass die Pandemie nicht vorbei ist und dass das Tragen von Masken schützen kann. Und dass wir immer wieder darauf verweisen, wie wichtig es ist, sich auch impfen zu lassen. Und dass alle Menschen, die sich infiziert haben und dreimal geimpft waren, deutlich gelindere Verläufe gehabt haben als jene, die ungeimpft sind. Und von daher wird es wichtig sein, und das ist auch eine Forderung, die wir an die Bundesregierung haben, jetzt schon Maßnahmen zu setzen, dass wir zeitgerecht auch mit Impfkampagnen beginnen. Denn wir alle wissen, es dauert dann eine Zeit, bis geimpfte Menschen auch entsprechende Antikörper bilden. Zu den heute geäußerten Maßnahmen der Bundesregierung wollen wir aber mit der Maskenpflicht in Wien deutlich machen, dass wir die Gesundheit der Bevölkerung weiter im Zentrum unserer Arbeit sehen. Wir hätten uns auch vorstellen können und auch gewünscht von Seiten der Bundesregierung, dass man das Testregime auch weiter aufrechterhält in einem umfassenderen Ausmaß, denn das war bis jetzt auch schon immer eine gute Möglichkeit, frühzeitig Mutationen zu erkennen. Und wir werden deshalb unsere Aktion Alles Gurgelt weiter aufrechterhalten, wenngleich wir natürlich wissen, dass es eine geringere Verpflichtung gibt, sich testen zu lassen, und wir deshalb eine geringere Quote haben, Infizierte frühzeitig herauszufiltern und zu sequenzieren. Und von daher werden wir auch unsere Struktur im Rahmen des Projekts Alles Gurgelt weiter, soweit das möglich ist, aufrechterhalten und auch die Wienerinnen und Wiener einladen, von dieser Struktur Gebrauch zu machen und sich weiter testen zu lassen, um auch die Chance zu bieten, sehr frühzeitig zu erkennen, welche Mutationen auf uns zukommen.
Das sind die ersten Schritte, die wir als Konsequenz der heutigen Pressekonferenz der Bundesregierung ziehen. Und wir wollen in Wien weiterhin den konsequenten Weg beschreiten, zum Wohle auch der Wiener Bevölkerung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.